Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Factorio. Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Ich muss ganz, ganz schnell sein. Definitiv ganz, ganz schnell. Und zwar habe ich oben noch ein Aliendorf entdeckt. Ja, das wird gerade eben von meinem Smog hier angegriffen. Ich habe hier aus meinen Öfen, habe ich mal die ganze Kohle entnommen, dass die keine Umweltverschmutzung machen. Das wird, glaube ich, ein sehr enges Spiel. Ich habe nur eine billige Pistole. Das wird so eine Sache. Ich muss ganz schnell auf die Forschung gehen. Geschütztürme bauen. Das wird heftig. Ja. Es gibt ein Problem. Die werden mich hundertprozentig sowas von zerlegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich stelle doch das Crafting Speed ein bisschen höher, aber das kann ich ja eher forschen, das Crafting Speed. Oh mein Gott, das da muss jetzt relativ schnell, schnell, schnell gehen. Habe ich vergessen zu zählen. Nee. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe erstmal nur ein paar Stück gebaut. So, wir brauchen Strom. Oh. Oh. Ich habe das, glaube ich, das ganze Holz habe ich verbraten. Ja. Gott sei Dank ist hier unten der Wald. Kampf gegen die Zeit. Es ist. Jetzt herrscht hier echt ein kleiner Druck. Da, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Puh. Jetzt muss ich die Kohle holen, die in einen Ofen reinpacken. Und dann schnell auf die Forschung gehen. Weil ich habe 40 rote Fläche, ja. Das passt ja. Oh mein Gott, unten auch. Oh Gott, oh Gott. Ja. Danke, dass du noch gespeichert hast, bevor es losgeht. Okay, ich habe ein bisschen Munition habe ich dabei. Schnell rein damit. Ich muss noch gucken, dass ich die hier richtig anlege. Und schnell hier hoch. Ach, du hast Kohle reinbekommen. Oh Gott sei Dank. Und du hast das ganze Holz. Ja, leck mich doch. Oh nein, nicht Automatisierung, nicht Automatisierung. Geschütztürme, ganz schnell. Da muss ich die auch noch ganz schnell bauen. Und dann muss ich auf das Maschinengewehr gehen, dass ich auch noch eine kleine Selbstverteidigung habe. Weil ich weiß nicht, wann sie kommen und mich angreifen. Oh Gott. So, komm, 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 komm. Schütztürme habe ich. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Da sind die Waffen. Und jetzt da ganz schnell ein paar Geschütztürme. Und natürlich auch ein bisschen Munition. Nicht vergessen. Weil da kann ich nämlich gleich hier oben die Öfen nochmal anschmeißen.
Da können die Aliens kommen, wie sie wollen, wie sie lustig sind. Okay, du kannst eigentlich. Könnte eigentlich permanent laufen. Oh, 2000er Stacks? Oh, what? Ist da wann. Egal. Okay, das ist erstmal abgesichert. Okay. Jetzt können wir auf Automatisierung gehen. Dass die mir, die Munition selber herstellen. Okay. Stahl. Oh Gott, wenn ich das wieder lese, hier Stahlzahnräder, oh Gott. Und das hier, oh Gott. Es wird mir wieder schlecht werden. Puh. Kommt, liebe Munition. Oh Gott. Jetzt will ich nur unten noch verteidigen. Hier. Munition. Ja, Steinmauern, sehr schön. Das sind die Tore, ja. Ah, ja, das sind die verstärkten Betonwände, genau. Das wird ja auch so eine Sache. Ha, Aliens, was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Ja, sie können mich immer noch erledigen. Das ist nur eine kleine Defensive. Oh Gott. Wir sind schon bei 1,9%. Oh Gott, da unten ist noch ein Dorf, sehe ich gerade. Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße, ey. Oh oh. Ja, da oben greifen sie schon an. Aber Gott sei Dank waren es nur ein paar Aliens gewesen. Gott sei Dank waren es nur ein paar Stück gewesen. Aber trotzdem, es wird stressig werden. Na komm schon, letztes Fläschchen. Mauern habe ich. Fortgeschrittener Bergbau, brauchen 50. Crafting Speed 50. Oh oh. Moving Speed 1000, ja. Das war's doch was gewesen. Hier 100. Research Product, Produktivität Bonus. Das ist immer das Gute bei diesen Big Mans. Das ist der Speed Bonus. 25%, ja. Zum Schaden 50. Gewächshaus. Optik. Nein. Oh, shit. Was mache ich jetzt da? Das ist noch ein bisschen zu teuer. Verdammt. Geschütz zum Schaden. Achso, ja. Moment. Scharfschützenturm. Oh, die gibt's ja auch. Stimmt ja. Und Bob Warfare, genau. Reichweite 30, Schadensbonus 1400. Feuergeschwindigkeit 0,4 Sekunden. Was haben die normalen Türme? Feuergeschwindigkeit 10 Sekunden. Uiuiuiuiuiui. Ja.
Ich brauche Eisen, genau. Ich gehe doch auf die Bergbaugeschichte. Du musst das nur noch umschreiben, die Mod. Aber für den Anfang, ja, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich sie erforscht habe. Dafür nur, das dauert nicht so lange. Könnte ich eigentlich schon tun, ne? Mal anfangen damit. Wo war sie gewesen? Hier. 50 Stück. Erzförderer. Warten wir erstmal noch damit. Weiß, hier unten habe keine Kohle. Aber der hier sollte erstmal ausreichen. Ein einziger. 120 kW. Pfe. Nix. Er stellt noch 7 Stück her. Das ist gut. Ach ja, da schreibt das Soul mich an. Einfach nur ein Wort geschrieben, zwei Wörter geschrieben, zwei Buchstaben muss man sagen, LP. Und dann weiß ich doch, was er meint. den hier brauche ich eigentlich nicht, ne? Brauche immer nur. Doch, den brauche ich. Weil ich habe ja keine großen. Ach, egal. So. Weil derzeit, wo das Ganze hier noch aufbaut, kann ich hier fertig machen. So. Das hier ist auch gleich fertig. Jetzt kann ich nichts mehr bauen. Doch, hier. Da kann ich auch. Doch, kann ich ja. Ich stehe im Weg. Longreach funktioniert irgendwie überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. So, das war's dann auch, ne? Komm, gib mir noch die zwei, noch den einen. Dann kann es weitergehen mit der Forschung. Dann muss ich nochmal 20 Stück von denen bauen. Oh, ich kann nur einen bauen. Sowas aber auch. Dafür habe ich ja kein Eisen mehr. Oh oh. Ja, es wird weniger mit dem Dings. Aber hey. 10 Stück nur. Ach so, ja. Die muss ich auch noch bauen. Komm, allen gar. Nochmal Alenka. Hier verbaue ich mal noch ganz schnell. Das war's. Ja. Oh. Ah, shit. Den hier muss ich mal Munition geben. Okay. Einmal das und das, das und das, das und das war's. Was brauchen die überhaupt? Oh, die kann ich Gott sei Dank nicht bauen. Huh, ah, ich brauche grundlegende Schaltungen. Oh. Schade, kann ich es euch doch nicht zeigen. Jetzt sollten wir vorher nachschauen. Ja, weil, wie gesagt, die sind extrem, weil man sieht ja hier, glaube ich, Abbaugeschwindigkeit 20. 5 würden da vollkommen ausreichen oder sogar 4. Weil da kommt da wirklich ein Strang raus. So. Oh. Du hast da oben keine Kohle. Das ändert sich gleich. Bop, 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 bop. So. Kann ich noch 10 Stück bauen? Nein, kann ich nicht. Weil einfach zu viel, ja, bei Eisen, ne? Aber vielleicht kann ich jetzt noch ein paar, 2700, paar Öfen bauen.
Ich brauche definitiv viel, viel mehr. Am besten fange ich auch gleich an mit der Mauer. Yep. Am besten fange ich auch gleich an mit der Mauer. Genau. Also erstmal nochmal das ganze Eisen mal verplempern. Ich habe nur noch. Ey, wo ist meine Kohle hin? Also mein Holz, da ist das Holz. Besten stoppel ich das Holz wieder und dort nochmal hinein. Zwei Stück. Ja, es fehlt mir eh wieder Holz für die grundlegenden. Ja. Okay, ich muss doch noch ein bisschen mehr Holz holen. Na, jetzt wird die Umweltverschmutzung wieder mehr. Scheiße. Ich brauche unbedingt Mauern. Ich weiß auch nicht, wie ich die Mauer machen soll. Ich denke, dreifach würde da vollkommen ausreichen. Ja. Zwei Stück. Also es zieht sich jetzt ein bisschen alles. Eigentlich hätte ich jetzt ja schon längst nach einer Stunde Spielzeit schon ein Teil meiner großen Schmelze stehen. Aber hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch die Aliens habe in meiner Umgebung, also in der Nähe. Dann wird das Ganze doch ein bisschen schwieriger. Zehn Stück fehlen mir noch, stimmt ja. So. Danke für das Stein. Und dann. Edit. Oh, das will ich nicht. Kann man nur so machen. Schade. Kohle kann ich so einführen, das ist ja eigentlich gar kein Problem. So die Frage. Ich baue dann auch gleich die Erzförderer mit. Großen, oder beziehungsweise die hier. Wobei, ne, kann ich wirklich nicht bauen. Dafür brauche ich ja die Widerstände, um das hier zu bauen. Die grundlegenden Schaltungen. Hier kommt die Kohle an. Oh, das war ein bisschen zu viel. Oder ein bisschen, beziehungsweise zu weit. So. Weil ich wollte es eigentlich hier runtergehen lassen. Ach komm, allen gar. Auf geht's. Erste haben wir. Check. Ah. Da kann ich mich gleich noch das
den Strom hier hochführen. So. Okay. Oder läuft. Dann. Durch hier oben noch verbinden, genau. Ihr stellt mir Mauern her. Moment, wo sind die Mauern? Habe ich die noch nicht erforscht? Doch, habe ich. Doch, hier sind. Achso, ja. Dann. Brauche ich noch ein paar Stück. Was heißt ein paar Stück? 10. Ah. Die Öfen kann man jetzt nochmal bestücken mit Kohle. So. Die ersten können hier schon mal anfangen zu brutzeln. Drei Stück werden schon produziert. Hier sind drei Stück. Was laber ich denn da? Verdammt. Genau, ihr habt ja keinen Strom. Achso, ihr braucht ja Greifarme, stimmt ja. Und ihr packt sie wieder raus in eine Holzkiste. Holzkiste? Da. Ach, keine Reparaturset. So, jetzt. Funktioniert. Mauern. Ja. Yep. So. Gut. Geht nicht, ich habe ja kein Eisen mehr. Ach, sowas aber auch. Oh. Einen noch, komm. Einen noch für die Kohle. Da. Dann muss ich hier unten noch die Greifarme noch hinsetzen. Auch wenn jetzt da wieder einiges an Dings flöten geht. An Holz. Falsch. Muss dorthin. Komm, gib mir noch einen. Jawohl, danke schön. Achso, ihr habt ja noch keine Verbindung, ne? So, 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 so. Dann wäre das auch erledigt. Ja, Umweltverschmutzung. Ja, leck mich am Arsch. Oh Gott. Das heißt, euch kann ich eigentlich abreißen. Ja, Mauern sieht gut aus. Kommt zwar nicht hinterher, aber hey. Ihr habt noch genügend... außer du hier. Lüpp. Oh, da oben steht still. Nee, 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 nee. Und rein mit dir. So. Kupfer. Ja, komm. Kupfer kann man nie genug haben. Oh, scheiße, das war mein Mikrofon aus Versehen dran gekommen. So, und dann 10 Stück. Hey, perfekt. Da kann ich ja heute mal... Oh, da kommt die nächste Welle. Keine Chance. Momentan haben die keine Chance. Aber danach wird es ein bisschen schwierig. Dann bin ich ziemlich am Arsch. Ja, ich muss oben das Dorf erledigen. Hier die drei Dörfer. Wobei das hier ein relativ großes Dorf ist. Das ist auch so eine Sache. Oh Gott.
So, gut. Und dann kann ich jetzt heute mal Feierabend machen. Gut, dann würde ich sagen, war's das gewesen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also bis denn, tschüss.